herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra. Und wenn du neu bist, lade ich dich ein, einfach mal reinzuschnuppern, was ich hier so treibe. Schau dich gerne um in den Playlists und so weiter. Wir sind bei der Beginner-Serie beim letzten Block angekommen. Das ist der 9. Block. Und wir machen hier, wie ihr sehen könnt, 4 Patches und Half Square Triangles. So, ein Stripset müssen wir als erstes zuschneiden. Die haben wir schon gleich im ersten Block gemacht. Das können wir jetzt aber machen, zuschneiden. Wir brauchen 4 Farben. 2 davon, 2 Stoffstücke, die sollten mindestens 13 Inch lang sein, weil wir brauchen so lange Streifen. Dann brauchen wir Stecknadeln, Markierungsstift, unsere Buchstaben, Rollenschneider, ein langes Lineal und vielleicht noch so ein kleines, was ihr da habt, ist richtig. So, als erstes schneiden wir uns jeweils 2 Quadrate mit 5 Inch zu. Das können wir gleich, das können wir hier drauflegen. Die beiden Farben habe ich mir ausgesucht. Wir brauchen von diesen brauchen wir von den Streifen jeweils 2 Streifen 2,5 mal 13 Inch. Und weil 2,5 und 2,5 schneide ich mir gleich 5. Jetzt muss ich schauen, wo sind hier meine 5. So, ich habe es mir jetzt hier, das ist 13 Inch hier runter und das sind 5 Inch rüber. Und ich lege es mir hier an der linken Kante an. Drück mein Lineal runter und schneide beide Stofflagen. Jetzt bilden wir diese Stripsets und zwar nehmen wir da jeweils ein dunkles, ein helles, legen die aufeinander, pinnen uns das. C und D brauchen wir jetzt nicht mehr. Die legen wir im Moment auch beiseite. Und jetzt nähen wir hier entlang mit einem 1/4 Inch. So, und jetzt bügeln wir uns das erst von links. Rollt es immer erst so ein bisschen hoch. Und jetzt lege ich mir das Lineal hier an einer Kante an. So, kann auch die andere nehmen. Das hat noch kein Maß, nur dass ich erstmal gerade bin und hier einen frischen Schnitt machen kann. Jetzt drehe ich es um. Meine Streifen waren ein bisschen größer, deswegen ist es jetzt länger. So, jetzt haben wir 5. Jetzt möchte ich das so machen.
Das ist einmal, das ist zweimal, dreimal. Und fünf. So, und die machen wir jetzt rechts auf rechts. Und ihr seht, dass es hier einrastet, so. Und jetzt nähe ich hier einmal lang mit einem Viertelinch. Dass es genau so ein Teil ergibt. Und das mache ich mit allen anderen Teilen jetzt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn alle angepinnt sind. So, und jetzt nähe ich sie alle nacheinander zusammen. Der letzte auch richtig. Jetzt lege ich sie mir hin, lege sie von links und bügel einmal von dieser Seite hoch und von welcher Seite wir sie nach oben bügeln, das ist gleichgültig. Ein bisschen hochrollen. So, wir haben dann 5 von diesen Teilen. Und sie sollten eine Größe haben von 4,5 mal 4,5 Inch. Du kannst auch, wenn es dir angenehmer ist, alle Nähte auseinanderbügeln. Das kann man auch machen. Aber das macht jeder, wie er möchte. So. Überprüf gern nochmal deinen Vorpatch. 4,5. Meine diagonale Linie geht hier durch in der Mitte. 4,5 hier und hier. Und die sind richtig. So, die legen wir jetzt beiseite. So, die legen wir jetzt rechts aufeinander. Das mache ich hier auch. Zeichnen uns eine diagonale Linie. Dann nehmen wir unseren Bleistift oder was, wenn du Kreide magst oder das, was du gut sehen kannst, das nimmst du und zeichnest dir auch hier von ein Viertelinch von der eben gezeichneten Linie. Hier ist der 45 Grad Winkel, dann sehen wir, dass wir richtig sind. Wir brauchen 4 Half Square Triangles und das machen wir eben halt mit diesen Dreiecken, Quadraten. Genau. Und jeweils den Viertelinch wieder
um. Finden uns das. Und nähen jetzt genau auf der Linie mit einem Viertelinch. Nehmen aber diese hier als Richtlinie. So sollte das jetzt aussehen von beiden Seiten, so und so. Und jetzt schneiden wir in der Mitte einfach auseinander. Und dann haben wir schon unsere vier Half Square Triangle. Wir bügeln zum Teil A. Hier muss man ein bisschen aufpassen, einfach hochrollen, wie bei dem anderen. Können wir die auch noch gleich mitbügeln von links. Und dann werden die natürlich auch, wie alle anderen Four Patches vorhin, auf 4,5 Inch geschnitten. Wenn man diese beiden Blöcke kann, dann kann man ganz, ganz viel machen. Die kann man so schön variieren. Mir das Lineal an, 4,5 ist hier unten. Und drehe es mir jetzt um. Guck genau, wo ich bin. Und das mache ich mit allen anderen auch. Das war's mit der Schneiderei. Jetzt geht's ans Auslegen. Wir fangen an mit einem Four Patch und zwar so, dass das so liegt. Das Dunkle hier oben, so. Dieses. Das Helle hier. So, dass das Dunkle hier in die Mitte zeigt, so. Was wir jetzt machen, das ist ja ein großes 9-Patch, also 9 Teile haben wir jetzt. So, und was wir jetzt machen ist rechts auf rechts, rechts auf rechts und rechts auf rechts. Pinnen uns das an. So, diese Naht, wir nähen aneinander.
So sieht das jetzt aus. Wir schneiden es nicht auseinander und klappen es einfach auf. Wenn du jetzt willst, kannst du es auseinanderschneiden und klappen jetzt die andere Seite rauf. Anpinnen. Wir bügeln die erste Reihe nach links, die mittlere Reihe nach rechts und die untere auch wieder gleich nach links. Die obere Reihe wird jetzt, guck nochmal, ob ich richtig bin, ja, wenn nicht, dass das Grüne alles in der Mitte ist, dass die so lang gehen und das hier so lang geht. Genau. Rechts auf rechts. Einrasten wieder. Stecknadel rein. Die Ecken pinnen, weil da hat man gerne mal ein Dings drin, einen Bogen, also ich zumindest. So, wenn ich hier angekommen bin an dem ersten Kreuz, nähe ich nicht links daneben, sondern rechts zu dieser Kante. Ich schau mal, ob ich das jetzt hinkriege. So sollte das jetzt aussehen, hier. Das ist der Punkt. Und hier auch. So, bügeln. Ganz klar. Eine Seite nach unten und die andere Seite nach oben. Das war jetzt unser letzter Block, der Block 9. Hier ist das, der war das. So, und wir sehen uns beim nächsten Mal, um Streifen zwischenzunähen, den Quill zu arrangieren, Streifen schneiden, diese zwischen, dann diese und diese. Besorgt euch so einen Stoff dazu. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen.